So, einen wunderschönen guten Morgen, jetzt auch heute wieder als Video, nicht als Livestream, aber Montag geht es wieder los, dass die Livestreams vernünftig funktionieren mit einem guten Internet aus dem Büro hinaus, heraus, sozusagen. Somit heute nochmal 8.06 Uhr, 9.07.2021, vorrangig natürlich der Blick auf unseren lieben DAX, der ja gestern ordentlich auf der Abwärtsseite performte, die Seitwärtsrange auch mal nach unten verlassen hat, allerdings gar nicht so nennenswert und jetzt schon wieder zurückläuft in diese große Range, die wir in den letzten Wochen immer wieder ausgebaut haben. Der untere Bereich, der liegt in greifbarer Nähe. Die Schlusskurse des gestrigen Tages liegen sogar ein Stück weit darunter. Aktuell allerdings vorbörslich, muss man ja sagen, vor um 9 stehen wir hier zu den Schlusskursen des gestrigen Tages schon wieder positiv da, die da knapp oberhalb der 400er Marke lagen. Aktuell sind wir schon wieder im 480er Bereich, also 80 Punkte höher als der gestrige Schlusskurs. Aber wir hatten ja gestern auch mehrere 100 Punkte Bewegung, von daher sind 80 Punkte noch verhältnismäßig wenig. Wir schauen es uns gleich an, werden auch mal auf Euro, US-Dollar und Gold schauen, hier zum letzten Tag der Woche, und heute passiert auch noch so einiges hier von seitens JFD, also lasst euch überraschen. Ganz kurz erstmal der Risikohinweis, lest euch diesen bitte durch, achtet bitte grundsätzlich darauf, dass ihr natürlich mit Stops arbeitet, dass ihr die Positionsgröße entsprechend an euer Konto anpasst, dass ihr all das, was ich hier sage, an Setup-Turniere gegebenenfalls vor Trader definitiv nicht als Handelsempfehlung wertet, sondern lediglich als kleine Informationsquelle zusätzlich zu eurem eigenen Trading, zu euren eigenen Analysen. Und wenn ihr weitere Fragen zum Trading oder natürlich zum Broker JFD habt, dann wie gewohnt auf der Website von jfdbank.com. Hier könnt ihr noch diverse Fragen zum Trading oder natürlich auch zum Broker beantwortet bekommen. Und wir switchen direkt mal auf den Stream bzw. auf meine Stream-Seite, auf den Webinare- und Eventkalender für den heutigen Tag. Ihr lest es schon, 8:45 Uhr, heute dann auch wieder JFD Live-Event, DAX-Trading für vielbeschäftigte. 5 Minuten eigentlich vor dem eigentlichen DAX-Long- oder Short-Stream, der ja jetzt als Video stattfindet, somit jetzt wahrscheinlich auch kurz vorher dann schon als Video hochgeladen ist. Also ein wenig durcheinander liegt daran, dass ich ja nach wie vor noch im Urlaub bin, allerdings dann ab kommender Woche auch wieder im Office. Der Live-Trading heute mit Christian Kämmerer dann um 10 US Opening Bell wird nicht stattfinden, die steht hier immer noch fälschlicherweise drin, aber da werden wir ab Montag dann auch wieder mit durchstarten und dann habt ihr wieder gewohntes Programm und wir können uns dann auch auf die US-Märkte wieder etwas besser vorbereiten, die ja gestern ebenfalls ordentlich Volatilität zeigten, aber auch dort schon wieder Stärke einsetzt. Wirtschaftszahlenkalender, Christine Lagarde hat gestern schon gesprochen, ist grundsätzlich hier ein wenig im Fokus bezüglich der Ausrichtung der EZB. Hier wurde über die 2% Inflation gesprochen, dass er da vorher eine gewisse Ausrichtung sozusagen als Obergrenze da war, das wurde jetzt ein wenig aufgeweicht, aber das kennen wir schon, dass eben auch die EZB diese 2%, zumindest kurzfristiger Natur, ja nicht so in Stein gemeißelt hatte und auch damit spekulierte, dass eben die Inflation zwischenzeitlich mal etwas höher sein kann. In Amerika ist sie zwischenzeitlich ordentlich höher, die EZB möchte das in diesem Maße eigentlich nicht sehen, aber wir werden uns hier überraschen lassen, Preissteigerungen zumindest kurzfristigerer Natur wären ja auch bei uns in der Eurozone jetzt hier nichts Verwunderliches und Christine Lagarde könnte, müsste das gegebenenfalls da auch zulassen. Aber da können wir in der kommenden Woche immer noch mal so ein wenig drauf schauen, wie das dann am Ende gegebenenfalls die Märkte bewegt. Was auch die Märkte bewegt, ist so einiges an Headlines. Hier geht es vor allem voran, A, natürlich um eventuell diese Delta-Variante, Corona-Pandemie, eventuell nochmals und erneute Ausbremsung der Wirtschaft. Es geht um China, um die ja, Blockaden gegen Tech-Unternehmen, generell eben diese Diskrepanzen USA-China. Das hatten wir schon besprochen, dass das schon ein wenig auch die Märkte in den kommenden Tagen bewegen kann. Jetzt kommt es in die Headlines so langsam rein und was eben dem einen oder anderen vielleicht auch aufgefallen ist, ist, dass der Anleihenmarkt dann eine rätselhafte Rallye aufbaute. Hier muss man ja allerdings ein wenig aufpassen. Rallye bedeutet hier am Anleihenmarkt ja nicht zwingend, dass die Anleihen nach oben laufen, sondern in diesem Fall die Anleihen nach unten laufen, was wiederum bedeutet, dass man da eben nicht nennenswert viel Geld bekommt, wenn man da in Anleihen investiert. Und das sorgt natürlich dafür, dass eigentlich der Aktienmarkt positiv performen sollte. Und da müssen wir auch noch so ein bisschen drauf schauen, da eben diese Verwerfungen Aktienmarkt, der ebenfalls nach unten gegen Anleihenmarkt, geht hier erstmal ebenfalls nach unten. Also beides nach unten, also eine normalerweise nicht vorhandene Korrelation. Da müssen wir mal drauf schauen, welcher Markt hier dann wieder die Oberhand bekommt, ob es der Aktienmarkt ist oder schlussendlich die Anleihenmärkte. Zumindest ist der Aktienmarkt, da schauen wir ja gleich charttechnisch drauf, definitiv in meinen Augen immer noch im Vorteil der Long-Bewegung, im Trend drin, auch wenn wir gestern da nach unten mal ein wenig
überpasten. Da schauen wir allerdings jetzt eben gleich drauf. Hier nochmal das Bild dieser Staatsanleihen, auch da gerne in der kommenden Woche im Live-Trading-Room immer nochmal ein bisschen wieder detaillierter darauf schauend, ein wenig auswertend. Was bedeutet das vor allem, wie kann man davon gegebenenfalls partizipieren, denn da kann man auch handeln, da gibt es auch Möglichkeiten, das Ganze eben handelstechnisch im Endeffekt umzusetzen. So, das soll es von meiner Seite erstmal gewesen sein, wenn wir dort auf die Fundamentals und Headlines des heutigen Tages schauen. Somit gehen wir jetzt direkt auf den lieben Chart. Blicken uns das Ganze jetzt hier mal an, sehen die gestrige Abwärtsbewegung. Ich hatte ja gestern für den Tag, und gestern sollte ja eben auch der ein oder andere das wieder alles ein wenig besser verstanden haben, denn ich habe es ja als Video hochgeladen und das sollte dann eben auch von der Qualität definitiv besser gewesen sein. Wir hatten gestern den Gedanken aufgebaut, dass der Markt natürlich auch die Möglichkeit hat, nach oben auszubrechen. Allerdings, wir auch gesagt haben, dass jetzt die US-Märkte ja sehr, sehr stark sind, sehr, sehr stark performten und eine Konsolidierung zumindest kurzfristigerer Natur definitiv nicht ausgeschlossen ist, und hatten dann gesagt, dass es dann natürlich auch für den DAX wieder zurückgehen kann. Und wenn wir hier vielleicht mal auf den Stundenchart blicken, sagte oder war es mein Gedanke, dass wir zumindest wieder zurück in diese untere Range-Kante laufen können. Schlussendlich gab es sogar nochmals einen Durchbruch nach unten. Hier, das war das, was dann gestern noch passierte, was dann noch zusätzlich unten rangesetzt wurde. Und jetzt sind wir hier mehr oder weniger wieder in diesem unteren Range-Bereich drin, der uns da schon in den letzten Tagen immer wieder als wichtigen Bereich in die Quere kam, als Unterstützung wohlgemerkt. Jetzt ist es ja aktuell mehr oder weniger ein Widerstand. Und somit ist dieser Bereich dort unten auch erstmal als solcher zu werten, als ein Widerstand. Bedeutet, wir könnten durchaus relativ zügig auch wieder die Abwärtsseite sehen. Und ich habe hier mal einen roten Bereich markiert, der resultiert so ein wenig auch aus den Bewegungen der vergangenen Tage, aus den Bewegungen der Range, die sich ja da zeigte. Und da sind noch so ein paar kleine Widerstände, die dort durchaus jetzt im Wege stehen und dem Markt dann zu einer Wendung verhelfen können. Wir haben es ja jetzt 8.12 Uhr, also bis zur eigentlichen Xetra-Markteröffnung sind es ja noch ein paar Minuten, und hier wird es jetzt eben spannend, wie der Markt sich verhält. Meine grundsätzlichen Gedanken wären erstmal, und gestern war das Ganze eben auf der Aufwärtsseite, wo wir gesagt haben, hey, wir können eben natürlich weiter aufwärts laufen, aber wenn da eben ein richtungsentscheidender Bereich nach unten durchstoßen wird, dann ist es eher die Abwärtsseite. Heute wäre es vice versa zu betrachten, wenn eben schlussendlich, und das können wir erstmal als allererstes einzeichnen, der Markt jetzt hier unterhalb dieser Pi mal Daumen 525er Zone bleibt, wäre es denkbar, dass wir eben die Abwärtsseite wieder sehen. Bedeutet, wir können natürlich auch noch ein Stück weit nach oben laufen, um dann eben aber hier erstmal zumindest wieder zurück in die Schlusskurse des gestrigen Tages oder aber auch an die Tiefs des gestrigen Tages zu laufen. Denn das sind altbekannte Bereiche, das ist ein altbekannter Bereich. Wir schauen uns gleich den Xetra-Markt mal an. Also nur die Kernhandelszeiten erkennt man ein wenig genauer, dass dieser Bereich in der Vergangenheit schon mal eine tragende Rolle spielte, gestern nun auch wieder eine tragende Rolle spielt, und somit gilt dieser Bereich hier definitiv für die Abwärtsseite auch nochmals als realistischer Zielbereich, beziehungsweise dann eben auch die Schlusskurse des gestrigen Tages, die auch, wenn man da schaut, wir sind ja jetzt hier oben im Bereich um die Marke, wie gesagt, 525, 520, dann reden wir hier von den Schlusskursen im Bereich um die Marke 400, das sind gute 100 Punkte. Super Chance, wobei man jetzt sagen muss, dass diese kleinen Stops, wie wir sie vor meinem Urlaub noch immer wählten für Trades, weil wir wirklich so lahme Märkte hatten, da hatten wir teilweise Stops von, ja, teilweise 6, 8, 10 Punkten. Da muss man jetzt ein bisschen aufpassen, gegebenenfalls die Stops doch ein wenig größer wählen. Da muss man schauen, wie man das macht, und auch gegebenenfalls, wie gesagt, wieder leicht größere Stops. Wobei man dann eben sagen muss, dass die Chancen sich dann aber auch schnell vergrößern, wenn man auf die gestrige Spanne schaut. Da hatten wir ja noch Bereiche 15.700 in der Nachtsession und der Tiefbereich lag gestern unter der 300er Marke. Also gute 400 Punkte Bewegung. Naja, und da kann man dann natürlich auch die Stops ein klein wenig größer wählen, hat man ja entsprechend auch etwas größere Chance. Somit wäre das Abwärtsszenario. Sollten wir dann aber über diese 25 drüber hinweglaufen, dann wäre es schnell denkbar, dass wir auch wieder den oberen Bereich anlaufen, dass es einfach wieder zurückgeht. Dass es hier unten erneut nochmal so eine Art Fehlausbruch war aus dieser Standard-Range, die wir in den letzten Tagen gesehen haben, und sich der Markt dann eben wieder zurückkämpft. Zumindest erstmal, wenn wir uns dann die gestrige schnelle Abwärtsbewegung anschauen, das mache ich mal mit kleinerem Pfeil, das ist ja diese Bewegung hier, also quasi hier startend, das war dann auch die Kernhandelszeit ab um 9 bis in diesem Bereich, das war so die erste schnelle Move-Bewegung, und diese zumindest könnte schnell zurückerobert werden, gilt der Bereich um die Marke, ja, so 660 Pi mal Daumen als ein realistischer Zielbereich. Wenn wir hier im Bereich um die Marke 525, 530, 535, wo auch immer, dann in Richtung der 560 handeln, haben wir ebenfalls gute 100 Punkte Chance auf der Nordseite, welche sich da genauso schnell oder fast genauso schnell einzahlt
einstellen könnte, wie sich dann eben die Abwärtsseite gestern eingestellt hat. Denn das genau sahen wir in den letzten Tagen und somit würde ich jetzt von diesem Blickwinkel auch erstmal nicht abweichen, nur mit der Ausnahme, dass die Vola zumindest ein wenig anzieht. Gehen wir mal auf diesen Cetra-Markt, den ich eben ansprach, schauen uns das Ganze hier an und hier sieht man, das ist ja jetzt quasi immer nur zwischen 9 und 17.30 Uhr die Handelszeit, die hier gezeigt wird, der klassische Kernhandels-Xetra-Markt, also der Xetra-Markt, das, was man so aus Frankfurt kennt, ja. Also diese Tiefs hier unten, das ist Ende Juni gewesen und dieser Bereich wurde gestern exakt angelaufen, kurz unterlaufen. Und darum ist es gestern auch als ein nächster Zielbereich nicht so verwunderlich gewesen, dass der Markt eben in diesem Bereich läuft, dort jetzt erstmal Unterstützung fand und wie gesagt jetzt auch wieder definitiv gen Norden laufen kann. Und die Schlusskurse des gestrigen Tages, 400, wir sind ja jetzt schon ein Stück weit höher. Wir werden aus aktueller Sicht in diesem Bereich hier oben unseren heutigen Eröffnungskurs finden. Und damit sind wir dann eben wieder mehr oder weniger in diesem unteren Range-Bereich drin. Das ist ja quasi so die Hauptrange und wie gesagt, der Gedanke ist es, dass wir dann ja auch wieder definitiv hier zurücklaufen können. In diese Range, dass wir diese wieder nach oben abarbeiten. Aber hier sieht man relativ genau, und das ist das, was ich meine, warum es eben gestern dann auch nicht so verwunderlich war, dass der Markt in diesem Bereich lief. Das ist einfach ein letzter charttechnisch wichtiger Unterstützungsbereich gewesen, wo wir dort hineinliefen. Ähnlich sieht es aus, wenn man sich den Dow Jones anschaut. Auch hier ist der Markt gestern erstmal ein Stück weit gen Süden gelaufen. S&P schauen wir auch gleich nochmal ganz kurz drauf. Aber auch hier ähnliches, aber da gucken wir ja normalerweise immer mit der US Opening Bell drauf. Das war ja jetzt in den letzten Tagen nicht der Fall. Das war so der letzte markante Tiefpunkt. Auch hier ist gestern der Dow Jones exakt rangelaufen, hat dort die Wendung gefunden und ist jetzt auch hier erstmal wieder erholend unterwegs. Gehen wir ganz kurz auf den S&P. Denn das ist ja eigentlich so für den DAX mein Leitindex, wo ich immer so drauf schaue und sage, okay, wenn der oberhalb wichtiger Bereich ist, ist es eher long zu werten. Wenn der unterhalb wichtiger Bereich ist, dann könnte man es als short werten. Und hier hatte ich einen grünen Bereich eingezeichnet, wohlgemerkt ein Bereich, der zwar richtungsentscheidend war, auch für die Betrachtungsweise jetzt nicht ganz so unwichtig war, auch als Zielbereich für die Abwärtsseite eine tragende Rolle spielte und ich dann eben sagte, okay, wenn wir da oberhalb sind, ist das Bild erstmal ganz klar weiter long tendieren. Wir waren gestern mal kurzzeitig drunter, sind jetzt aber schon wieder merklich drüber. Also ist das USA-Bild zumindest nach wie vor als eher long zu werten und die Möglichkeit, dass wir erneut nach oben laufen, gerade mit diesen ganz billigen Anleihenmärkten, das darf man nicht verkennen. Das ist ein wichtiger Punkt, auch wenn man sagt, auf der anderen Seite China und andere Faktoren sprechen eher für Konsolidierung. Naja, man muss ja so ein bisschen aufpassen, diese Anleihenmärkte sind dort, wie gesagt, nicht zu verkennen. Und ein Punkt ist auch noch wichtig, den habe ich eingangs gar nicht als solches gezeigt, gestern mal kurz angesprochen. Ich wollte hier nochmal auf diese Saisonalität hinweisen. Auch wenn es jetzt kein Punkt ist, der nun für den heutigen Tag ein extremer wichtiger Punkt ist. Aber die Saisonalität im Juli zeigt erstmal bis zur Mitte klar nach oben. Wir haben heute den 9.7., also das ist jetzt aktuell immer noch die Mitte. Und wir könnten hier durchaus nochmal so einen Schwall nach oben bekommen, wobei man hier sagen muss, dass die Saisonalität im S&P sagt, zu Beginn des Julis steigen wir erstmal an, fallen zurück in die Ausgangslage zurück und steigen dann nochmal an und zeigen sogar nochmal neue Monatshochs. Und wenn man sich das Ganze im S&P jetzt hier nochmal anschaut, dann ist der Bereich, den wir hier haben, ganz knapp drunter. Also diese Area hier vorne, Moment, ich kästel sie mal kurz ein, das ist der Startbereich des Monats. Das war hier vorne der 1.7. Dann sind wir nach oben, sind zurück in den Ausgangsbereich und könnten uns jetzt eben wieder nach oben vorkämpfen. Zumindest dann auch sogar wieder neue All-Time-Highs ausbauen. Dann wäre es genau das Bild, was die Saisonalität zeigt. Und wie gesagt, es ist erstmal grundsätzlich nicht auszuschließen, dass es hier weiter gen Norden geht. Und somit sind die Gedanken des DAXes ja da. Und wie gesagt, die US-Märkte schauen wir uns dann am Wochenende mit der Trading-Wochenanalyse wieder an, beziehungsweise in der kommenden Woche dann auch vorrangig natürlich wieder mit der US-Opening-Bell. Euro-US-Dollar, hier müsste man eben gleich das große Bild anschauen. Ich hatte gestern auch einen markanten Bereich nochmal auf der Unterseite eingezeichnet, wo ich da sagte, okay, da können wir hinlaufen. Jetzt sind wir erstmal wieder nochmal leicht erholend, sind jetzt wieder auf dem Weg nach unten. Also hier würde ich schon mal schauen, ob man sich die Abwärtsseite mal gönnt, man hier mal einen Versuch sich aufbaut mit dem Gedanken, dass wir zumindest in diesem Bereich um die Marke 1.1720 rutschen können. Wäre eine schöne Chance von über 100 Ticks aus aktueller Sicht, die sich hier eröffnet. Sollten wir allerdings hier oben wieder über diesen Bereich rüberlaufen. Aber das gilt, denke ich, für den heutigen Tag jetzt erstmal nicht so als ganz wichtig. Könnte allerdings für die kommende Handelswoche hier wirklich interessant werden. Freitagswährungen und auch der Goldpreis, ja, nee, für mich immer nicht ganz so wichtig. Erst recht nicht der Goldpreis, da ist der Euro-US-Dollar fast noch interessanter.
muss man wirklich sagen. Der Goldpreis ist ja wieder erneut in der Range und allerdings auch wieder ein bisschen volatiler. Das macht es dann interessanter, auch für die kommende Handelswoche. Wenn ich im Urlaub bin, richte ich natürlich den Blick auch auf Währungen, auch für Commodities. Und wenn es da wichtige Punkte gibt, wie im WTI zum Beispiel, dann bin ich da auch gerne bereit, mal zuzugreifen bzw. zu agieren. Allerdings eben viel, viel weniger. Ich konzentriere mich, wenn dann, überhaupt auf die Indizes. Somit ist jetzt der Goldpreis jetzt für mich nicht ganz so interessant gewesen. Er hat auch den Zielbereich, auch somit einen potenziellen Shortbereich auf der Oberseite, hatte ich einen Alarm liegen, nicht ganz erreicht, diese 18,20, 18,25er Area da oben. Er ist zwar fast rangekommen, aber eben nicht ganz, und er pendelt jetzt zwischen den zwei Grenzen, welche wir dort gezeichnet hatten, und vor allem ist er eben oberhalb dieser ehemaligen kleineren Range. Da hat man ja gesagt, da wird es eben sehr, sehr wahrscheinlich, dass wir hier eben ein bisschen volatiler rausgehen. Naja, schlussendlich haben wir jetzt fast wieder eine etwas größere Range. Und da müssen wir mal schauen, wie sich da der Freitag heute zeigt, da mal dann jetzt die wichtigen Bereiche herauskristallisieren, um dann hier vielleicht auch in der kommenden Handelswoche wieder mit ein bisschen mehr Ideen und mit ein bisschen mehr Schmackes idealerweise unterwegs zu sein. Also das so die Gedanken dazu. Also der Gedanke ist es, dass wir vielleicht sogar vorbörslich nochmal ein Stück weit nach oben laufen, vielleicht sogar den Eröffnungskurs dann hier um 9 oben bekommen, um dann eben von dort vielleicht erstmal nochmal wieder zurück in Richtung der Schlusskurse zu laufen. Aber bitte achtet darauf, ähnlich wie gestern, dass man eben sagt, wenn der Markt wichtige Bereiche nach unten oder oben über- bzw. unterschreitet, dann sollte man eben nicht mehr wie gestern dann eben kaufen, kaufen, kaufen in dieser Druckbewegung nach unten, sondern entweder pausieren oder eben Short gehen. Heute genau das Umgedrehte. Aktuell gerne noch von meiner Seite zumindest keine Handelsempfehlung, der Gedanke hier zu verkaufen, aber sollten wir, wie gesagt, über die 5,25 gehen, sollte man sich dort gegebenenfalls zurückhalten oder vielleicht sogar über Käufe nachdenken. Das so meine Gedanken. Ich wünsche euch für den heutigen Tag Good Trades und Mega Trading. Wir hören uns gerne am Wochenende, wie gesagt, mit der Trading-Wochenanalyse dann auch wieder aus dem Büro und am Montag dann eben mit vollem Programm wieder hier Back to the Roots, DAX Long oder Short, Live Trading Room, Devisenradar und natürlich auch die US Opening Bell und zahlreiche Webinare. Ich lade euch recht herzlich dazu ein, würde mich freuen, wenn ihr mit dabei seid. Bis dahin euch nur das Beste. Euer Markus Klebe. Bye bye und ciao. Tschüss. JFT, just fair and direct.